Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie man sich ein Fußbad zur Hautpflege selber machen kann. Hierfür benötigt ihr natürlich eine Schüssel, die groß genug ist, dass beide eure Füße reinpassen. Und diese füllt ihr mit ungefähr 1 bis 2 Liter warmem Wasser. Das sollte ungefähr Badetemperatur haben. Und achtet darauf, dass ihr genug Wasser in die Schüssel tut, damit eure Füße beide bedeckt sind. Sie sollte natürlich aber nicht überlaufen. Um das Fußbad jetzt anzurichten, benötigt ihr Schlagsahne, Honig und einen großen Löffel. Als erstes gebt ihr einen guten Schuss der Schlagsahne in das Wasser. Das müsst ihr nicht abfüllen, einfach nach Gefühl. So. Und jetzt wird das Ganze schön verrührt. Wenn das ganze Wasser eine weißliche Farbe hat, dann nehmt ihr den Honig und jetzt gebt ihr einen vollen großen Löffel des Honigs in euer Fußbad. Am besten lasst ihr den so reinlaufen, damit ihr den auch gut verteilt bekommt und dass er sich besser auflöst. So. Und jetzt müsst ihr ein bisschen warten und kräftig umrühren, bis der Honig komplett aufgelöst ist. Der Honig spendet Feuchtigkeit und die Schlagsahne ist sehr gut für die Haut und beseitigt zum Beispiel Unreinheiten. Anstatt Schlagsahne könnt ihr auch ganz normale Milch nehmen, wenn ihr das lieber möchtet. Davon könnte man dann auch einen Schuss mehr reintun. Und wenn der ganze Honig nun fertig aufgelöst ist, könnt ihr das Fußbad auch anwenden. Geht einfach mit euren Füßen in das schöne warme Wasser, setzt euch am besten irgendwo gemütlich hin und verweilt so mindestens 20 Minuten.